Und damit ein ganz, ganz herzliches Moin und willkommen zurück zu einem erneuten Video. Einem erneuten Video, in dem es nicht mal um irgendwie was ganz Komisches gehen soll. Nein, heute sprechen wir über etwas sehr Wichtiges, Richtiges und auch über ein Thema, wo ich wirklich schon sehr, sehr drauf... Ja, ich habe mich sehr gefreut, dieses Video aufnehmen zu dürfen. Das tue ich auch bei allen anderen, aber hier ganz besonders, denn es geht heute nicht nur um GTA... Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Nein, heute sprechen wir über etwas ganz Bestimmtes. Auch nicht über GTA 5 Online. Das habe ich zwar gerade als Hintergrund-Gameplay hier auf diesem Video gewählt. Einfach, weil es halt ja, nicht schlecht ist. Also es ist kein GTA 6 Hintergrund. Ja, es geht heute um GTA 6. Besser gesagt, wann kommt es denn eigentlich raus? Eine auch mit der meistgestelltesten Fragen, wodurch wir ja, durch ein gewisses Ereignis aufschlussreichere Infos geben können, als sagen wir mal so vor einem Monat. Wenn ich das so sagen darf. Das Ganze hier ist übrigens auch mein allererstes Video dazu. Wir hatten zwar auch schon einen Stream gemacht, aber also prinzipiell auch zu dem ganzen Universum Grand Theft Auto 6. Jedoch, ist auch eigentlich egal, ob das das erste oder zweite ist. Es geht auf jeden Fall um die Frage, wann. Und ich möchte gleich mal etwas kurz davor sagen. Wir können in diesem Video einige offizielle Infos ansprechen, jedoch nicht genau zu dem Zeitpunkt, wann kommt es raus. Das bedeutet jetzt für einige vielleicht, dass ihr euch denkt, was für ein Lügenkobold, der schreibt den Titel, wann kommt es raus und kann jetzt keine offiziellen Infos liefern. Ich sag mal so, ich sagte ja gerade, dadurch, dass es ein Ereignis gibt, können wir diesen Zeitraum etwas relativ realistischer einordnen als vorher. Was wiederum bedeutet, dass es ein bisschen besser geht als wiederum vorher. Und was soll ich dazu sagen? Wir spekulieren. Ne? Das müssen wir einfach so sagen. Denn wenn ich sagen würde, das ist eine offizielle, reale Info, dann würde ich euch anlügen. Und das ist auch nicht Sinn der Sache. Aber wie gesagt, wir können das relativ gut eingrenzen. Und deswegen mache ich auch das Video wegen einem gewissen Ereignis. Ja, was ist denn eigentlich passiert? Am Freitag letzte Woche, am besser gesagt 4. Februar 2022, war im generellen GTA-Universum, finde ich, ein sehr revolutionärer Tag. Denn wir haben nicht nur da neue Infos zu GTA Remastered bekommen, quasi zu der 5 Online-Variante hier jetzt. 5 Online-Variante, also GTA 5 Online Remastered, ihr wisst, was ich meine. Bezüglich, dass wir es am 15. März bekommen und einiges anderes. Nein, auch zu einem Spiel, einem Rockstar Games Titel im Hause Rockstar Games, der in der aktiven Entwicklung ist, wurde einiges gesagt. Und zwar, dass sie wissen, dass die Community auf einen neuen Teil wartet und sie mit aller Freundlichkeit und Lust verkünden können, dass sich da etwas tut. Und das ist sehr schön. Und ich denke, ihr wisst, worüber es da in diesem wunderschönen Sinne geht. Ja, wir sollen auch die nächsten Wochen, Monate, generell die nächste Zeit unsere Augen auf den Social Medias von Rockstar mal ein bisschen aufhalten, im Sinne von, mal gucken, vielleicht kommen neue Bilder, Trailer zu dem ganzen Thema, das heißt dann auch einiges Offizielles mehr. Vielleicht bekommen wir da auch irgendwo einen Trailer, wo dann schon steht oder Bilder, ja, dann kommt das ganze Ding raus. Zurzeit jetzt gibt es das noch nicht. Das, was ich euch jetzt gesagt habe, ist offiziell. Jetzt kommen wir zum inoffiziellen Part. Ist, wie gesagt, das Große vom Video, aber ich sagte ja bereits einiges dazu. Deswegen, ich muss jetzt nicht immer wieder sagen, es ist nicht offiziell, es ist inoffiziell, es sind Spekulationen und so weiter. Das wisst ihr. Ihr wisst, dass es eingrenzbarer ist. Aus dem Zeitpunkt, da dieser Tag am Freitag letzte Woche ein erster Schritt war. Im Sinne von der erste Schritt in die Richtung GTA 6. Die erste Ankündigung. Auch wenn es noch nicht direkt, sondern indirekt war, ist das trotzdem der erste Schritt. Und wenn ich jetzt mal sagen darf, dass wir ja auch schon einige andere Teile hatten. GTA 1, 2, 3 und 4 und auch 5. Das ist natürlich selbsterklärend, logischerweise. Dann kann man auch dazu sagen, dass wir ja daraus ein klein wenig auch lernen können. Im Sinne von, dass wir die letzten Jahre mal anschauen können und da dann raus Resultate ziehen können. Im Sinne von, wie ist es damals verlaufen? Zum Beispiel, wie viel Zeit von der ersten Ankündigung bis zum letztendlichen Release, dem Erstveröffentlichungsdatum, lag zurück. In welchen Monaten beispielsweise wurden die Teile released und so weiter. Und so Dinge. Und das werden wir jetzt mal so grob anreißen. Ich sage euch jetzt mal, das machen wir heute mal einfach ganz easy, weil ich euch jetzt ja nicht länger auf dem Laufenden möchte ich euch schon halten, aber nicht länger auf den Nerv gehen möchte, um es mal auf den Punkt zu bringen. Wir haben jetzt 4 Minuten geredet, ich denke, das reicht. Ich sage jetzt mal ein Datum und dann erkläre ich, wie ich zu dem Datum komme. Okay? Wichtig, ich erkläre jetzt gleich warum. Also, ich sag mal der 4. oder 25. Oktober 2023. Erstmal ein Datum. Man kann erstmal da grob nicht viel mit anfangen, außer dass es ein paar Zahlen sind. Und jetzt kommt mal die Erklärung. So. Ich habe mich ja auf meinem PC, ihr seht das gerade nicht, ihr seht gerade diesen wunderschönen Zug, der von meinem Auto gerammt wird, aber natürlich gegen mich keine Chance hat, Kappa. Gut, vielleicht ist es auch umgedreht. Wie dem auch sei, das ist nicht das Thema. Hab die Liste gemacht und hab mir das mal so ein klein wenig angeschaut. Und wie soll ich denn das jetzt am allerbesten einmal sagen? Grob, was ich jetzt hier nicht aufgeschrieben habe, wie schon gesagt, ihr seht es eh nicht, ist ja auch eigentlich komplett wurscht. Die Zeit zwischen dem ersten, sagen wir mal so,
Schritt in die richtige Richtung, sprich jetzt der 4.2.2022. Also was, ja, das habe ich jetzt schon wieder komplett doof gesagt. Zitter, neues Thema, bin ich durch. Perfekt. Video aus, Kamera. Nee, Spaß beiseite. Der Zeitraum vom 1. bis zum Erstveröffentlichungsdatum. Erste Info, Erstveröffentlichungsdatum. So ist es. Sorry für meinen Akzent, der gerade rausgestochen ist. Ich versuche wieder Hochdeutscher zu sprechen. Genau, war meist zu 1,5 bis 2 Jahre. Das ist eine ziemlich große Spanne, aber wir sagen jetzt einfach mal grob so. Und deswegen komme ich auch auf dieses 23 und sage jetzt nicht 22. Das Thema 24 reißen wir dann auch nochmal kurz mit an. So, also das ist jetzt schon aufgerechnet, wir sagen mal 2022. Wieso ist es unwahrscheinlich, dass es dieses Jahr kommt? Also wir haben GTA Remastered, was dieses Jahr kommt, als großer Titel. Wir haben GTA Trilogie gehabt, was vor gar nicht so langer Zeit gekommen ist. Und dadurch, aus dem werbetechnischen Aspekt, auch seitens Rockstar Games her, wäre es jetzt unlukrativ, wenn die den 6er jetzt schon raushauen. Es ist, denke ich, besser, wenn da noch ein klein wenig Zeit, ne? Einfach auch wirtschaftlich, geldtechnisch, promotechnisch und so weiter. Das wird auch jetzt eine ordentliche Zeit noch dauern, bis da was kommt. Ich denke deswegen nicht, dass es im 22 kommt. Ich hatte schon vorhin mal was gesagt. Was sind denn so die Daten, an denen die vergangenen Teile damals released wurden? Und das war, bei vielen Teilen, außer dem GTA 4 Teil in der GTA Trilogie prinzipiell, also generell GTA, immer so der Zeitraum Oktober, September. Gut, die GTA-Trilogie jetzt hier, neu wurde, gut, das zähle ich jetzt mal nicht dazu. Ich sag mal nur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diese ganzen Teile wie London und San Andreas, das zählen wir jetzt einfach mal nicht dazu. Deswegen auch die jetzige Trilogie zählen wir nicht dazu, die ist jetzt im November gekommen irgendwann. Ich sag mal so, September, Oktober waren so GTA 1, 2, 3 und 5. Und GTA 4 war der einzige Teil, der im April gekommen ist, Ende April. Und auch generell sind immer so die GTA-Teile Ende des Monats gekommen. Red Dead Redemption 2 ist ja auch ein großer Teil im Hause Rockstar, ist der Teil 1 im Mai damals mal gekommen, Mitte Mai, und Red Dead Redemption 2 ist im Oktober gekommen. Bedeutet, ja, mein Gameplay im Hintergrund ist übrigens gleich zu Ende, das Video geht doch dann ein Stück länger als gedacht. Übrigens, Freunde, Abo, Like, Glocke, wer es noch nicht getan hat, könnt ihr gerne reinschallern, dann müssen wir dann mal ganz kurz einen kleinen Dings-Cut setzen, das könnte ich eigentlich an der Stelle jetzt mal tun. Da babbel ich gleich mal weiter, alles klar. Leute, bis gleich, aber ich lieb. So, wir waren stehen geblieben bei den Daten. Im Sinne von, ja, wann, wie, wo, wer, was, in welchen Monat gekommen ist. Und das beziehe ich jetzt vor allen Dingen, oder sagte ich, vor allen Dingen damit, wir haben übrigens auch jetzt neues Gameplay von der Schatzsuche damals noch, oh, das waren geile Zeiten, im Halloween. Nee, das war noch vor Halloween, das war im September noch dieses Jahr, letztes Jahr. Egal, alles gut, das ist ein anderes Thema. Jetzt bin ich komplett aus der Fassung gekommen. Ich bin einfach professionell. Nee, und zwar haben wir ja dieses Jahr auch noch einen September oder Oktober. Wir haben auch noch einen April oder Mai. Und wir haben auch noch viele andere Monate. Das heißt jetzt nicht, dass, wie gesagt, GTA 6 in so einem Monat kommt. Kann auch, wie gesagt, komplett daneben liegen. Ja, das weiß man hundertprozentig gesehen nie. Aber wir gehen jetzt mal einfach davon aus, wenn man sich die letzten Jahre anguckt. Aber wie schon gerade gesagt, ja, da denke ich mal nicht dran. Dann haben wir 2023. Warum nicht da schon im April oder Mai? Ja, ich denke auch, dass das in klein wenig noch zu früh ist. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir so September, Oktober 2023 eventuell damit rechnen können. Wieso nicht September, sondern Oktober? Naja, wir gehen mal bei Rockstar Games von dem spätesten Zeitpunkt aus. Und ich denke generell so, dass das am Ende des Jahres 2023 kommt. Vielleicht auch deswegen, weil da GTA 5 insgesamt 10 Jahre alt wird. Vielleicht als kleines Debüt. Gut, das ist jetzt auch so eine richtig, ja, dahergenommene Mutmaßung, aber es könnte eventuell passieren. Der liebe YouTuber Lukas Max, der auch sehr, sehr viele GTA-Videos macht, auch in der nächsten Zeit, gerne abchecken, den guten Dude. Lukas, ich grüße dich von ganzem Herzen. Mein Lieber, ich liebe dich einfach kurz. Du weißt Bescheid, wie ich es meine. Nee, Spaß beiseite. Also ich, wie gesagt, kann ja echt gut leiden. Wirklich guter Kerl. Gerne abchecken. Ich hau euch den Link mal in die Kommentare ganz oben rein. Ich habe gerade irgendwo eine YouTube-Glocke bekommen, egal. Und auch in die Videobeschreibung. Checkt den wirklich gerne ab. Wie dem auch sei, hat er in seinem Video gesagt, dass eventuell Rockstar Games sich auch noch mehr Zeit lassen könnte. Und zu 2024, also im Sinne von, dass jetzt Rockstar Games vielleicht als erstes Release-Datum, na, dann im Endeffekt so ankündigt die Zeit, so wie ich es jetzt gerade sagte, so Ende 2023, aber dann wie jetzt GTA Remastered auch vom, ne, November auf März, dass sie das dann nochmal verschieben. Kann eventuell ja auch passieren. Und ich sagte, in der Vergangenheit war das immer so 1,5, 2 Jahre. Gut, ich weiß nicht, ob es jetzt mehr war. Es kann auch nur 1,5 gewesen sein. Ich weiß es nicht genau, wie es bei Red Dead Redemption war. Aber da war es wirklich trotz alledem sehr lang. Dadurch, bei den neueren Teilen, also Red Dead Redemption ist ja eigentlich das neueste, krasse somit.
außerhalb von GTA mal gesehen in dem ganzen Rockstar-Spektrum, wenn ich jetzt nichts Wichtiges vergessen habe. Und das hat halt schon so lange gedauert. Deswegen, es kann auch Ende 24 kommen erst. Es ist halt wirklich so ein großer Teil, da kann man das schwierig sagen. Aber ich gehe wirklich so Ende 2023 ist dadurch, dass wir jetzt, wie gesagt, diese große Info letzte Woche bekommen haben. Ich gehe da einfach von aus. Vorher hätte ich das ganz ehrlich gesagt nicht gesagt. Es gab ja auch damals mal Leute, die angeblich gesagt haben, es gibt Leaks zu 2025. Das denke ich jetzt nicht mehr, weil da, nee. Es ist ja auch wichtig zu sagen, wir haben jetzt die Next-Gen-Konsolen bekommen und dadurch ist das alles nochmal auch viel, ja, stichfestfester. Wisst ihr, was ich meine? Vorher konnte man zwar auch immer mutmaßen, aber da musste man ja dann auch erstmal warten vor vielleicht 2, 3 Jahren oder so oder 4 Jahren, je nachdem, dass erstmal die Next-Gen-Konsolen rauskommen. Das ist jetzt alles da. Wir bekommen jetzt die ganzen Remastered-Versionen von GTA 5 und alles drum und dran. Es ist wirklich jetzt an der Zeit. Na, es ist ganz einfach so. Und Red Dead Redemption 3 wird wahrscheinlich nicht davor kommen, vor GTA 6. Das macht keinen Sinn, weil, ja, es ging schon viele davon aus, dass GTA 6 vor Red Dead Redemption 2 kommt. Und ja, GG, da liegen jetzt fast, denke ich, dann 5 Jahre dazwischen, zwischen den beiden Releases. Freunde, ich würde dieses Video an der Stelle auch erstmal beenden. Ich glaube, knapp 10, über 10 Minuten auf jeden Fall. Nicht, dass ihr denkt, ich möchte das jetzt so sinnlos strecken. Haut bitte wirklich gerne eure Meinungen, eure Ergänzungen, Verbesserungsvorschläge zu Videos und Livestreams. Irgendwelche Sachen, Theorien, die ihr vielleicht denkt. Wie gesagt, das beruht jetzt ja auf meinen eigenen Gedanken auch sehr viel. Ich hatte euch zwar ein paar reale Infos am Anfang mitgesagt, vom Freitag, aber auch viel, na, ihr wisst, ich hatte es jetzt schon oft gesagt. Bitte Kommis nutzen, gerne Livestream-Chat nutzen, wir sind sehr, sehr oft live. Hatte ich schon gesagt, Abo, Like, Glocke, ich glaube vorhin schon, bevor wir das neue Gameplay eingespielt hatten, jetzt hier. Mit dem MTW. Ja, wie dem auch sei, gerne Glocke an, dass ihr wirklich auf dem Laufenden bleibt. Livestream, Instagram, Discord, überall, was sich Social Media nennt, könnt ihr mich gerne anschreiben, wo ich vertreten bin oder die Jungs. Und ja, ich wünsche euch in diesem Sinne einen wunderschönen Abend oder Tag. Danke euch, dass ihr das Video angeguckt habt. Hoffe, dass ich euch damit ein bisschen aufklären konnte, vielleicht auch ein paar Infos mitgeben konnte. Und ja, wie gesagt, schönen Abend oder Tag. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Vielen lieben Dank, der Flori. Und ja, checkt doch gerne die Zweitkanäle ab. Basti, mein Bruder, schafft gerade WeLive-Kanal. Einfach auf meinem YouTube-Channel bei Kanäle/Ehrenmänner einmal schauen. Und was passiert da? Da könnt ihr mir nämlich ganz, ganz sicher vertrauen. Da könnt ihr ja auch anderen Content genießen. Im Sinne von Real Life. Wir werden auch auf diesem YouTube-Kanal in Zukunft noch viel Fortnite bringen. Also es ist wirklich sehr, sehr viel vertreten. Dafür ist das auf jeden Fall nicht verkehrt. Falls es mal was Wichtiges gibt, gerne den Community/Newsletter abchecken von uns. Und ja, wie gesagt, ich glaube, damit sind wir dann in diesem schönen Sinne soweit mit dem Gröbsten erstmal durch. Alles klar? Der Florian FVM. Ich danke. Ich überlege, aber ich glaube, wir haben das. Was ich auf jeden Fall noch sagen kann, ich bin extrem gehypt, ich freue mich drauf und bin mal gespannt. Wir werden, wenn dann GTA 6 raus ist, mal auf dieses Video reacten und mal gucken, ob ich da so halbwegs richtig lag. Im Endeffekt kommt es erst 25 raus. Oder 26. Oder 27. Das ist ein Scherz. Aber ich denke, damit erlegen wir schon so halbwegs richtig. So, adios, amigos. Und bye bye. Ich wünsche euch was.